Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3, Hearts of Stone. Guck mal. Der übt gerade das langsame Fallen. Das macht er sehr gut übrigens. Oh, da gibt es ja eine ganze Menge Schätze. Wir haben... Oh. Naja, wir sind zu spät, um die Leute hier zu befreien, leider. Hat nicht so ganz geklappt, aber immerhin haben wir diese Typen erledigt. Wir haben letztes Mal einen Befehl erhalten hier. Oh, guck mal. Everek. Das Blut von Everek. Von seinem Bruder Vlodomir. Was haben wir denn hier? Ernst, halte dich vom Totenwald fern. Dort gibt es jede Menge wilde Wölfe und aus dem Boden steigt ein ranziges Gas auf. Und vor einer Woche habe ich einige Männer dorthin ausgesandt. Habe ihnen gesagt, sie sollten die Gegend auskundschaften, aber das war reiner Blödsinn. Wir haben die Ecke schon vor langer Zeit erkundet und wissen, der Wald ist eine Todesfalle. Deshalb habe ich meine größten Luschen zusammengestellt, die ihren Proviant nicht wert sind und sie dem in den sicheren Tod geschickt. Ach, ist ja nett. Ich weiß, du fragst jetzt sicher... Was kann ein Idiot dafür, dass er ein Idiot ist? Nun, diese Nulpen können in einem Kampf einen gewaltigen Passivposten sein. Ein gewaltiger Passivposten sein, ja. Beim letzten Kampf gegen Radowitz' Truppen haben zwei dieser Schwachmaten im Eifer des Gefechts unsere Schildwappen übersehen und unsere eigenen Leute angegriffen. Da frage ich mich natürlich, ob diese Flitzpiepen überhaupt jemals in den Wald... Ob es diese Flitzpiepen jemals in den Wald geschafft haben. M. Ich glaube, diesen M haben wir schon auf dem Gewissen, oder? Den haben wir schon kalt gemacht. Oh, die alle gestorben sind hier, so ganz lustig. Einfach mal ganz lustig in der Luft hängen geblieben. Guck mal, lululu. Ich find's ulkig. So, hier hatten wir noch ein Lager. Und da gibt's Schätze. Oh, ein Handschuhschema. Interessant. Schon wieder ein Schema mit ophirischen Zeichen. Geil. Ich muss jemanden finden, der fließend ophirisch spricht. Leute, das ist die Rüstung, die ihr mir gesagt habt, das Rüstungsset. Ach, 100... Oh Gott, wie viel ist das denn überladen, sag mal. Ach, du Elend, ich habe immer noch so viel. Den Sattel vielleicht noch? Oh ja, die wiegen auch eine Menge. Naja, passt schon. Ich sollte mal den nächsten Wegpunkt ansteuern, glaube ich. Und dann... Oh ne. Karte. Und dann vielleicht mal... Warte mal, hier könnte was sein. Ansonsten gehe ich dann rüber zur Erde. Ja, komm mal, was so. Und dann rede ich mal mit dem Runenhändler. Also dem Runenschmiedemeister. Der muss doch was wissen, oder? Der spricht doch fließend ophirisch. Außerdem haben wir über den Brief gefunden. Der ist nämlich hier... Der hat, glaube ich... Oh, oh. Oh nein, Arachnomorpher. So. Die kann man nicht einfach schön zerhacken, die Viecher. Guck mal, wenn man die einmal hat, ne? Sind die super easy. Au. Mist, B. Ja, wie gesagt, wenn man sie einmal hat, dann war's das. Die Teampanzer. Noch mehr Panzer. So. Das Zeug taugt zwar nicht viel, oder? Ich glaube, die Sachen hier, die ich hier finde. Kleines grünes Mutagen, naja. Ich würde halt gerne mal jetzt pennen und es soll mal der Sturm aufhören, bitte. Das fände ich hervorragend. Könnt ihr das mal bitte... Ja? Es regnet halt immer noch. Ich glaube, den Sturm, den kriegen wir jetzt erstmal nicht los. Hat das vielleicht mit der Hauptquest zu tun gerade? Man weiß es nicht. Ah, da sind wir doch schon. Oh Gott, da geht's doch ganz schön runter. Pferdchen. Das sind Banditen, oder? Ja.
Mach ich mal kurz das Erhängtengift drauf. Ach nee, das heißt, ich habe jetzt wieder so schwer zu schleppen gleich. Ach Mann. Ist das scheiße. Warte mal. Das könnte mir jetzt sogar nützlich sein, wenn ich den Donner nutze. Hallo. Irgendwelche letzten Worte? Oh oh. Tapferkeit, Brüder! Ja. Au! Hallo, Penner. Ach so. Guck mal, Geralt stirbt nicht mehr richtig. Ah, diese dummen Armbrustbolzen. Ich muss das irgendwie kompensieren wieder mit, warte mal. Ich kann mir doch das Runenwort einsetzen. Oder ich ziehe mir eigentlich, ich könnte mir eigentlich auch wieder ein Set anziehen. Das war auf jeden Fall besser. Aber ich meine, jetzt merkt man halt erst wieder, dass es Todesmarsch ist. Gegen gleichlevelige Gegner. Die hauen gut was rein, ne? Komm bitte nicht von zu weit. Ja, gut, von hier. So. Warte, erstmal das. Dann nehmen wir, ne, lass ich mal. So. Achso, und das Gift der Erhängten, habe ich das schon drauf? Nee. Habe ich noch nicht drauf. Man hat einfach zu viel Kram, ne, finde ich. Geht man nicht so an. Meine Tapferkeit, Brüder! Ich sehe deine Tapferkeit, Bruder! Du, Pennergesicht! Na. Nein. Zauberei. Was denkst du denn? Aua. Ah. Brennend und den Kopf abgeschnitten. Ihr seid Ärsche. Knüppel kannst du behalten, ist mir egal. Aber ich muss, glaube ich, wieder ein bisschen langsam machen. Ich habe ja eh noch solche schlechten Waffen dabei. Ja, da bin ich schon wieder überlastet. Die Befehle der Flammenrose. Hm. Ja, Geralt, lauf langsam, wir haben Zeit. Warte mal. Oha. Das gibt mir nicht besonders viel. Das ophirische Dingens will ich eigentlich... Ketwinischer Kyras. Nee, ich glaube, schwere Sachen will ich nicht verkaufen. Nee, das flammenrose Zeug, das finde ich ziemlich... Nee, nee. Warte mal. Ich könnte mal das ganze Fell hier loswerden, oder? Das wiegt auch eine Menge. Ja, das gibt aber eine ganze Menge auch noch. Hm. Was soll ich mit Blumen? Ich zeige Ihnen Blumen. Guck mal, das hier gibt, glaube ich, noch ein bisschen was. Das Ruder oder so. Die Hake. Oha. Die wiegt auch eine Menge. So. Was haben wir denn hier Schönes? Noch ein Schema? Ein Sarim. Und ein eleganter Brief. Den lesen wir auch gleich noch. So, mal gucken. Und noch was. Ein eleganter Brief. Nur persönlich an den ehrenwerten Ritter Sir Antoine Pfeil zu übergeben. Unsere ungewöhnliche Zusammenarbeit hat mir immense Freude bereitet. Ich hoffe, der Herr Ritter erfreut sich bester Gesundheit. Ich habe die letzte Lieferung Elfenskulpturen katalogisiert und sie auf der Stelle vollständig verkauft. Gemäß unserer Vereinbarung hier die Aufstellung der neuesten Transaktionen. Interessiert mich alles nicht. Leider war es mir nicht möglich, den Verkauf von Pietas, Michel, Angelach an Baron und Co.
an Brandon und Co. abzuschließen. Die Firma hat aufgrund angeblicher finanzieller Schwierigkeiten versucht, einen Aufschub einzuklagen. Gerüchten zufolge wurde der Senior-Partner der Firma am helllichten Tag von einem weißhaarigen Hexer ausgeraubt. Aus offenkundigen Gründen stimme ich einer Verlängerung der Zahlungsperiode natürlich nicht zu. Ein Bote mit dem Gewinn wird an der vereinbarten Stelle warten. Ich meinerseits warte schon ungeduldig auf den nächsten Transport. Jaromir E. Karsters. Oh Gott, was für ein Name. An Antoine Pfeil. Durchsuche die Elfenruine nach wertvollen Artefakten. Danach steck diesen Müllhaufen an und brenn ihn nieder. Was deine Frage zu den Elfenmanuskripten angeht, die du gefunden hast, bring das Schema beim nächsten Wachwechsel mit. Unser Waffenschmied wird sich an die Entzifferung machen. M. Ja, ja. Was soll er machen? Die Stiefel vielleicht? Nee, die sind alle... Sind zwar alle recht schwer. Altes Schafsfell. Ich glaube, die Pferdehaut ist recht schwer, ne? Ja, komm. Blei. Wildschweinfell? Achso. Lederbalk. Na, das wiegt alles nicht so viel. Als dass es sich lohnen würde, wegzuwerfen. Ah, sehen wir mal die Fläschchen. Glas brauche ich jetzt ja nicht gerade, ne? Gut. Gibt's hier noch was in der Elfenruine? Ist die Frage. Ah. Da oben liegt noch was. Wow. Ja, wie wär's? Aha. Eine Kiste. Oh, ne Haus. Bin ich schon wieder überlastet? Meine Fresse, was schmeiß ich denn weg? Die Schwerter will ich eigentlich nicht wegwerfen. Ich glaube, ich schmeiß so ein Kyras. Oder hier die Gambeson. Brigantine. Okidoki. Na, ob ich hier rüberkomme? Geralt. Okay, wow. Hätte das jetzt noch geklappt, ne? Ich will da rüber, komm schon. Wow. Jawoll. Hier muss doch noch irgendwas liegen, sag mal. Aha. Skellige Gambeson. Was soll ich damit? Das wiegt nur viel und bringt mir nichts. Da ist eine Kiste. Aha. Oh, Neumondstiefel. Cool, jetzt habe ich ja die besten Neumondstiefel schon. Die sind ja jetzt die braune Variante. Geil, jetzt brauche ich auch noch die Neumond-Rüstung, die stärkste Variante. Und Handschuhe habe ich auch noch keine. Nö, das finde ich cool. Ich lasse die Rüstung mal eine Zeit lang noch an. Hui! Ich finde die sehr schneidig. Steht Geralt das Ding, ne? Steht ihm. Sehr gut sogar. So, gehen wir noch hier hin und dann nach Erde, oder? Was machen die Häschen da im Wasser? Oh Gott. Ach, dass die... Kilkerinnen. Wie ist das Ding? Wie schmeckt dir das, Silber? Das tritt ja aus, das Schweinchen. Oh Mann. Da müssen wir gar nicht nach Erde gehen. Was? Wo sind wir denn hier? Die? Wie heißen die? Die Kilkerinnen-Ruinen. Achso. Die Kilkenny-Ruinen. So, wir gehen zum Händler. Und lass uns erstmal die Waffen zerlegen. Geht das bei dem oder müssen wir da auch zum Runenschmied? Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Das ist ja wunderbar. Ich habe dieses Schema gefunden. Die Zeichen sind vielleicht ophirisch, aber ich kann sie nicht entziffern. Hilfst du mir? Diese Schrift erkenne ich. In diesem Land gab es sofort Ärger. Mit Einheimischen. Eigentlich Räuber. Wir wurden angegriffen. Das sind Anweisungen zum Herstellen fantastischer Ausrüstung. Eines Königs würdig. Dem Herrscher sollte ich sie geben. Bringe sie mir alle zurück. So fertige ich dir Duplikate in der Sprache eurer Handwerker an. Klingt doch gut. Ich glaube, ich kann diese Schemata für dich finden. Diese Banditen, sie schienen Ritter zu sein. Das macht es noch schlimmer. Wo hat dieser Angriff stattgefunden? An einer Kreuzung, in der Nähe einer Sägemühle.
Im Norden liegt die Ruine eines Hauses, glaube ich. Mal sehen, was ich tun kann. Bis dann. Oha. 2 von 4. Cool, Leute, die finde ich doch noch. Die nie endende Schöpfung der Welt sei gepriesen. Jo, Ich würde gerne einen Blick auf... 10.000, so. Wie soll ich das zusammenkriegen? Das ist echt ein bisschen viel, ne? So. Kannst du mir die Sachen zerlegen? Ja, kann er sogar. Dunkelstahl. Dunkelstahl. Dafür kriege ich da bestimmt die Meritium-Barren. Jawoll. Das kostet 400? Nee, dann weiß ich nicht, ob mir das wert ist. Dann verkaufe ich das lieber. So. Nee, warte mal. Die geben alle... Okay, die geben alle ungefähr gleich viel. Ich brauche ja noch ein bisschen Geld, ne? Dann verkaufe ich das lieber. Warte mal, was gibt's denn hier für die Rüstung? Dunkeleisenerz. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, Dunkeleisenerz. Eisenerz. Ah. Dunkelstahl. Echt jetzt mal, das ist das Einzige, wofür ich den Meritium rauskriege. Na schade. 800, whoop. 120. So, cool. Habe ich schon wieder 11.000. Danke. Bis dann. Danke. Danke. Okay, komm, dann machen wir das noch mit dem Händler. Ich möchte nämlich gerne das Set haben. Das soll gut sein, habt ihr gesagt. Zwar Level 38, aber... Gehen wir nach Erde, komm. Ja. Ne, coole Sache. Das Set, das krall ich mir, du. Jet, krall ich mir. Oh. Sag mal, muss es die ganze Zeit stürmen? Kann das auch mal aufhören wieder? Ich meine, jetzt ist zwar Donner sehr potent, wenn wir das nutzen. Oh, es klart auf. Das ist schön. Aber es ist noch Regen. Es wird noch Regen angezeigt. Das ist aber besser als Sturm. So, hier müsste die Kreuzung sein. Wunderbar. Oha. Ihr seid nur Handwerker, hoffe ich. Holzfäller. Wo wurde er überfallen? Hallo. Ihr Holzfäller ist es. Ist das sein Wagen? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Oha. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Guck mal, wie viele Fußabdrücke das sind. Warum sollte sich die Spur hier verlieren, sag mal. Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Okay. Was mag das wohl bedeuten? Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Okay. Ach, guck mal da. Das war die Blutspur schon. Gefunden. Sie führt dort lang. Oh oh. Ist das unterirdisch? Okay, das ist nicht hier. Diese Kreaturen. Die Spur endet hier. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang. Oha. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier nächstes Mal weiter. Ich find's gerade super spannend. Da unten ist alles voll mit Gegnern. Also ich sehe da zumindest ganz viele Punkte. Warte mal, ich hau mir lieber schon mal das Ertrunkenen-Zeug drauf. Das Gift der Ertrunkenen. Oder Erhängten. Naja.
Nächstes Mal machen wir mal weiter, Leute. Ich danke auf jeden Fall schon mal für die Likes, die Kommentare und bis zum nächsten Mal dann mit The Witcher 3 Hearts of Stone.